verbessern kann, je nachdem, wie man es ausdrucken möchte. Dann hat man natürlich ein LTE-Gerät mit an Bord, einen 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor und ein 5 Zoll, wie gesagt, Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1280 x 720. Und dann halt eine 13-Megapixel-Kamera hinten und in der Front eine 5-Megapixel-Kamera. Sogar einige Megapixel besser, mehr als das Note 4 beispielsweise, was nur 3,7 Megapixel hat. Und dann natürlich die ganzen anderen Buzzwords wie Samsung Knox, HD Voice, Bluetooth End und End Plus. Zum kleineren Bruder, dem A3, gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Es sind beides halt die 16 GB-Version. An sich absolut identisch, bis natürlich auf die Displaygröße oder die Größe. Das A3 hat eine Displaygröße von 4,5 Zoll bei gleicher Auflösung und eine kleinere hintere Kamera mit 8 Megapixel im Vergleich zum größeren Bruder. Ansonsten beide absolut identisch von der Software her und von der Haptik auch. Deswegen gucken wir uns natürlich das größere Gerät an. Stellen den kleinen Bruder mal da hinten hin. Wir gucken uns gleich natürlich auch noch den Größenunterschied an. Machen die Packung auf, da ist das Gerät eigentlich ganz cool, gucken wir uns aber gleich später an, deswegen das auch zur Seite und schauen uns an, was denn im Lieferumfang dabei ist. Wenn man es aufmacht, natürlich der Klassiker, die Anleitung, die ihr keiner liest mit Warranty Guides und Quick Guide etc. Dann neu ist ein matter Charging Adapter. Das sieht man natürlich aktuell etwas schlechter. Wenn wir noch einen Hintergrund nehmen. Mit, was steht drauf? 1,55 Ampere Output bei 5 Volt. Das heißt keine 2 Ampere mehr. Kann man machen. Wird für das Gerät auf jeden Fall absolut ausreichend sein. Dann ein USB 2.0 Kabel. Ein kurzes. Das heißt, beim Note 4 war beispielsweise 1,5 Meter dabei. Das müssten jetzt so um die 1 Meter sein. Okay. Schade eigentlich, ich dachte Samsung wird dann wenigstens weiter darauf eingehen, dass man halt weitere größere oder längere Kabel hat, was halt eigentlich unheimlich praktisch ist. Dann, wie gewohnt, Headset-Kabel. Für welche, die es brauchen, dann natürlich unterschiedliche Ohrhörer oder Ohrstöpsel für die gewünschten Ohrgrößen. Und neu dabei so ein, ja, Metall-Pinökel nenne ich es mal, um nämlich SIM-Karte und SD-Karte zu wechseln. Warum? Kommen wir gleich zu. Und zwar jetzt. Schauen wir uns das Gerät doch einmal an. An der Front sieht man natürlich, ja, es ist ein Samsung-typisches Gerät. Man hat oben halt den Lautsprecher, dann darunter den Samsung-Schriftzug, rechts daneben die Näherungssensoren, wie schon bei allen anderen Geräten, die Frontkamera mit 5 Megapixel und was in diesem Gerät fehlt, ist eine Benachrichtigungs-LED. Die ist halt hier nicht versteckt, die ist einfach nicht dabei. Sehr schade, man hat sich daran gewöhnt bei den ganzen Samsung-Geräten, dass man halt notifiziert wird. Ist einfach nicht dabei. Schade. Warum? Gucken wir auch gleich nochmal. Das sieht man auch in den Software-Einstellungen. Dann unten den Home-Button und die angedeuteten Softkeys für Back- und Menü, beziehungsweise halt dann Taskmanager. Was man sehr, sehr schlecht sieht, leider, man hat so eine Punktmatrix, das blenden wir vielleicht gleich nochmal ein. Im Hintergrund und es hat halt so ein Glitzern, das ja, sieht man gerade auch sehr, sehr schlecht. Gucken wir uns später an. Dann zur Seite. Man hat natürlich auch diesen gefasten Metallrahmen, wie beim Note 4. Der ist auch nicht so scharf oder wirkt nicht so scharfkantig, weil es zu der Seite hin nicht so gewölbt ist. Das heißt, beim Note 4 war das so, dass man hat so eine Faser am Rand, wo das Display halt einfach gebogen ist. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das heißt, es ist etwas, ja, nicht scharfkantiger, trotzdem sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Dann hat man natürlich einen großen Button für lauter und leiser mit einem sehr, sehr guten Druckpunkt. Eigentlich sehr, sehr schön. Oben eigentlich gar nicht so viel zu zeigen, weil da einfach gar nicht so viel ist. Man hat einfach nur ein Mikrofon und das war's. Warum auch immer. Auf der unteren Seite haben wir jetzt ein weiteres Mikrofon.
den USB 2.0 Anschluss und da ist jetzt der Klinkenanschluss hingewandert. Im Vergleich zu allen anderen Geräten ist der oben. Hier ist er jetzt unten, was ich persönlich besser finde, wenn man zum Beispiel mit dem Headset arbeitet. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich finde es halt echt besser. Dann die rechte Seite mit einem Powerbutton, auch mit einem sehr, sehr guten Druckpunkt. Und was halt hier auffällt, sind so Schächte für MicroSD und SIM-Karte, eine Nano-SIM. Dazu ist auch der Pinökel da. Das gucken wir uns mal eben an. Zeigen wir mal ganz kurz. Wir packen den kurz aus. Wenn er jetzt dann rauskommt. Na, komm schon. Ist natürlich schön verpackt, warum auch immer. So, den nutzt man einfach da, um halt in diese Löcher reinzustechen. Das heißt, das machen wir mal eben hier oben. Sticht halt rein und da kommt halt das Display schon raus. Oder das, dieser Schuh raus. Das machen wir natürlich auch für SIM-Karte. Zack, und dann kann man ihn rausnehmen, die SIM-Karte einsetzen, steht auch hier an der Seite nochmal dran, SIM. Und dann wieder reinschieben, klick. Hier ebenfalls mit der MicroSD-Karte, klick, rein und fertig ist die Maus. Weil nämlich auf der Rückseite man nicht mehr den Akku wechseln kann. Das heißt, man kann die Rückschale nicht mehr abnehmen, das Cover nicht mehr abnehmen und der Akku ist einfach fest verbaut. Und bleibt halt im Gerät drin. Dadurch muss man natürlich in die Seite gehen, um die ganzen Karten einzulegen. Was auffällt an der Rückseite ist natürlich die Kamera mit den hier aktuell 13 Megapixel Kamera, dass sie um einiges heraussteht, wie bei den anderen Geräten. Sonst könnte man die einfach nicht so dünn machen mit knapp, ja, ich glaube 7 mm sind es. Ist ja unschön, man zerkratzt natürlich relativ schnell die untere Seite, wenn man es halt auf den Tisch legt. Aber gut, dann hier rechts oben der Lautsprecher und ein LED-Blitz. Was ebenfalls zu anderen Geräten fehlt, zu den High-End-Geräten nennen wir es mal, weil es sich hier um Mittelklasse-Geräte handelt, ist der Pulssensor, der halt sonst immer an der Seite ist. Wie wir zum Beispiel, das muss man mal zeigen, beim Note 4 hat man ihn hier drunter. Ist auch nicht dabei. Ebenso fehlt an der Front der Fingerprint-Sensor, aber gut. Zurück zur Rückseite. Was auffällt, ist dieser Schriftzug hier unten. Das muss halt laut Norm vorhanden sein, dieses CE-Zeichen mit den ganzen Prüfnummern, Gerätenummer, E-Mail. Muss natürlich auf dem Gerät sein. Früher hat man es innen versteckt, wo man halt dann danach gucken konnte. Jetzt ist das natürlich nicht mehr der Fall. Dann kommt man kommt nicht mehr ins Innere, also steht es hinten drauf. Ist Gewöhnungssache, ist nicht schlecht, aber gut. Zur Haptik, es ist halt ein schönes Unimetall-Body, fässt sich halt sehr, sehr wertig an, griffig, schon ein bisschen Plastik-like, aber trotzdem sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Kanten, auch verdammt leicht in der Hand. Ein sehr schönes Gerät. Zum Größenvergleich gucken wir uns natürlich nochmal den kleinen Bruder an. Machen wir das auch nochmal aus. Natürlich ist der Lieferumfang absolut identisch zwischen beiden Geräten. Daher braucht man jetzt nicht auf das kleine Gerät eingehen. Das A3 natürlich, wie schon gezeigt, ist halt ein Stück kleiner, hat ja die gleichen Kanten und ist halt einen Tick runder an den Ecken gefühlt, weil es halt einfach kleiner wirkt. Sehr, sehr cooles Gerät. Wir können natürlich auch mal zum Größenvergleich das große Note 4 daneben hängen, dass man schon sieht, okay, man hat dann schon eine lustige Steigerung. Sehr schön. Ansonsten, was gibt es weiter zu sagen? Dann machen wir doch einfach eines der Geräte an. Natürlich langer Drück auf den Home-Button. Dann sieht Samsung Galaxy A5. Powered by Android. Natürlich. Und dann startet es auch relativ schnell. Wir haben uns gerade schon mal das Einrichten gespart, weil das halt bei allen Geräten eigentlich identisch ist, um halt dann Name einzurichten, Accounts und sowas alles. Und da ist es auch schon gestartet. Haben natürlich aktuell gar keine SIM drin. Wir verbinden es auch mit dem WLAN. So, dann hat man halt den Startbildschirm, der halt neu relativ lustig ist mit dem zum Wischen. Da hat man so eine ja, Diamantmatrix-Optik oder was das sein soll. Schon recht lustig, amüsant. Wir entsperren das, was auffällt. Wir haben dann schon mal hier was geändert. Etwas geändert. Und zwar gibt es neu
sogenannte Themes, um halt wirklich das Gerät sich selbst zu personalisieren. Das heißt, man geht in die Option, hat dann hier unten das Themes-Menü und kann dann halt hier aktuell zwischen 5 Themes wählen. Das ist ein Sammlungsstandard-Theme, was natürlich jeder kennt. Wir wenden es mal eben an. Dann sieht man, okay, Samsung Standard, kennt man ja. Dann kann man natürlich, ja, wenn man natürlich das möchte, kann man das wählen. Dann hat man halt dann so kleine Änderungen, wie beispielsweise dann halt ein Blatt auf über der Kamera oder am Telefon hat man dann halt so ein, ja, Buschtelefon, nenne ich es mal. Sehr nett auf jeden Fall. Man kann das, ja, schon dann sich selbst hin optimieren, wie man möchte. Eine sehr coole Sache. Wir machen mal eben das dunkle Menü, was halt irgendwie, ja, ich persönlich finde, etwas hochwertiger wirkt. Ist aber natürlich alles nur Geschmackssache. Was ebenfalls typisch ist, die ganzen Menüs, man hat dieses Briefing, was man halt zum Glück ausmachen kann, ebenfalls hier in den Einstellungen, dass man das Flipboard-Briefing ausmacht, was mich persönlich einfach, ja, nervt. Dann hat man halt dieses Endlos-Scrollen wieder. Alles gut. Dann Benachrichtigung natürlich, alles das gleiche, S-Finder, Quick Connect, kann hier wieder runter scrollen mit 2 Fingern, dann man alle Benachrichtigungen hat und man sieht auch, dass ja, das Menü ebenfalls recht Standard geblieben ist, man hat die Geräteinformationen, beide Geräte werden mit Android 444 ausgelegt, also noch KitKat, wahrscheinlich wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass es auch Android 5.0 bekommt. Ist natürlich wie immer abzuwarten, wissen wir natürlich auch nicht, ist aber auch nur eine Vermutung. Dann fällt natürlich auf, wenn man halt sonst über Anzeige und Hintergrund geht, dass man halt die Einstellung hat für LED, also Benachrichtigung ist LEDs, um die Farbe einzustellen oder halt ob man das anhaben möchte oder nicht. Das ist hier nicht vorhanden, also ist es auch nicht dabei. Ebenso, wenn man halt runterscrollt, wäre sonst hier bei Personalisierung ein der Fingerprint-Sensor, den man einrichten kann, auch nicht dabei. Schade eigentlich. Ansonsten ist bei der Software natürlich nicht so viel Spektakuläres dabei. Funktioniert nur im Alltag einwandfrei, super Gerät. Was neu hinzugekommen ist, ist natürlich, wie schon erwähnt, dieses Enhanced Selfie-Zeugs. Das machen wir mal eben. Wir starten die Kamera, haben jetzt die normale Kamera an. Auch sehr, sehr normal. Man hat die Einstellungen, wie immer. 13 Megapixel, man hat die Modi, die man wählen kann, Nachtmodus, kann auch weitere herunterladen, funktioniert auch alles sehr, sehr schnell. Und man hat den lustigen Selfie-Modus. Den machen wir mal eben an, sagen, ja, okay, wir kennen den Selfie-Modus so. Und da sind wir. So, man sieht das natürlich, ja, halbwegs gut. Man hat jetzt so einen Timeslot, warum auch immer. Und dann hat man dieses, ja, wie nennt man das? Selfie-Bild, dann hat man halt eine Einstellung, man kann dann wählen, wie ja, Weichzeichner gemacht werden soll, dann hat man halt einen Weichzeichner. Wir stellen natürlich auch Beispielbilder online, damit man halt so einen Vergleich bekommt. Man kann das Gesicht viel schmaler machen, dass man ja um einiges unnatürlicher wirkt. Wahrscheinlich für Frauen relativ interessant, die halt ja, ein Problem mit ihrem Gesicht haben, was man weiß es nicht. Und man kann natürlich auch dann die Augengröße verändern. Warum auch immer, wenn man das möchte. Ansonsten wäre es das erstmal zu dem Galaxy A5 und A3. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lest unseren Artikel. Daumen hoch ist immer super. Euer Sim Downloads Team.